Hallo, ich bin die Carola, 35 Jahre jung, aus Bad Gäusern im schönen Salzkammergut und aktuell studiere ich Global Sales und Marketing, den Master berufsbegleitend in meinem dritten Semester. Hallo, ich bin der Manuel, bin 26 Jahre alt, komme aus dem Bezirk Perg im Mühlviertel und bin Absolvent des Studiengangs Digitales Transport- und Logistikmanagement. Habt ihr am Wochenende schon was vor? Nein? Dann steht einem berufsbegleitenden Studium auf der FH ja nichts mehr im Wege. Spaß beiseite. Natürlich, das Ganze ist auch anstrengend und deshalb haben wir für euch die besten Tipps zusammengefasst, wie ihr Studium, Job und Familie unter einen Hut bringt. Am besten ist, ihr klärt bereits vor dem Studienantritt, warum ihr das berufsbegleitende Studium absolvieren möchtet. Möchtet ihr euch beruflich weiterbilden? Möchtet ihr eure privaten Interessen weiter vertiefen? Wichtig ist auch auf jeden Fall dabei im Hinterkopf zu behalten, dass ein berufsbegleitendes Studium sehr viel Freizeit in Anspruch nimmt und deswegen die Zeit mit den Freunden, mit der Familie an den Wochenenden wahrscheinlich etwas kürzer ausfallen wird. Unser Familientipp für dich. Sprich am besten auch schon vorab mit deinem Partner, deiner Partnerin und deinen Familienmitgliedern. Denn während deiner aktiven Studienzeit wirst du vorübergehend weniger Zeit für sie haben. Kleine Dinge des täglichen Lebens werden dich eventuell vor große Herausforderungen stellen. Zum Beispiel, wer macht denn den Einkauf, wenn du gerade auf der FH bist? Oder wer macht die Hausübung mit den Kindern, wenn du selber gerade für eine Prüfung büffeln musst? Wichtig ist, sprich auf jeden Fall mit deinem Arbeitgeber über den Plan, berufsbegleitend zu studieren. Vielleicht möchte ich dich ja dabei unterstützen, weil du dir ja Zusatzqualifikationen aneignest und eventuell kann man auch über gegebenenfalls zukünftige Jobaussichten sprechen. Was auf jeden Fall auch wichtig ist anzusprechen, ist die Möglichkeit, eine gewisse Flexibilität in den Arbeitszeiten zu ermöglichen. Dadurch, dass die Lehrveranstaltungen sehr häufig freitagnachmittags stattfinden, ist es natürlich von Vorteil, da hin und wieder früher gehen zu können, beziehungsweise auch im Sinne von Prüfungsvorbereitungen muss man natürlich auch unter der Woche diverse Vorbereitungszeiten oder auch Nachbereitungszeiten von Lehrveranstaltungen mit einkalkulieren. Wir haben auch noch einen Organisationstipp für dich. An der FH hast du den Vorteil, dass das Einschreiben für Seminare und Prüfungen für dich organisiert wird. Du musst dich also nicht um die zeitintensive Planung selber kümmern. Allerdings musst du deine Abgaben und Deadlines einhalten. Deshalb musst du wahrscheinlich nicht dein Studium selbst organisieren, sondern dein Leben. Rechnet am besten nach, wie viel Zeit ihr wirklich präsent am Campus sein werdet. Im Normalfall ist es so, dass die meisten Studiengänge zu Beginn jedes Semesters eine Blockwoche veranstalten und die jeweiligen Lehrveranstaltungen dann immer freitagnachmittags bzw. samstag ganztags stattfinden. Darüber hinaus gibt es auch diverse Workshops oder Persönlichkeitsbildungsveranstaltungen, die auch außerhalb der FH stattfinden können. Es ist also nicht immer jedes Wochenende die Notwendigkeit, da präsent am Campus zu sein, weil es mittlerweile auch häufig so ist, dass diverse Lehrveranstaltungen auch online abgewickelt werden und somit auch von zu Hause absolviert werden können. Und wann du dich für deine Prüfungen vorbereiten sollst, dafür gibt es gar kein genaues Rezept. Das liegt an dir selber. Vielleicht bist du der Typ, der Frühaufsteher ist, der schon vor der ersten Tasse Kaffee das meiste am Tag erledigt hat. Vielleicht bist du aber auch eine Nachteule und genießt es, nach der Arbeit abends dann noch, statt auf der Couch zu sitzen, deine Hausübungen zu machen. Dies obliegt rein deiner Einteilung und deinem Lerntyp. Ja, unser Teamspirit-Tipp, das Studium an der FH ist natürlich ein sehr praxisorientiertes Studium. Das heißt, ihr werdet auch wie in Unternehmen sehr viel im Team arbeiten und auch in den Lehrveranstaltungen viele Gruppenarbeiten machen. Super Möglichkeit natürlich, die Teamfähigkeiten auszubilden bzw. anzuwenden und auch die Möglichkeit, zukünftig Geschäftskontakte zu knüpfen. Wir haben auch einen Freizeittipp für dich. Denn während deines Studiums wirst du verschiedene interessante Persönlichkeiten kennenlernen. Ihr bringt alle verschiedenes Know-how und verschiedene Persönlichkeiten mit. Bleib doch nach der Vorlesung mal am Campus. Geh mit deinen Kolleginnen und Kollegen noch auf ein kühles Bier. Unterhaltet euch, habt Spaß. Genieße deine Studienzeit und finde Freunde fürs Leben. Da du ja freitagabends und Samstag den ganzen Tag über Unterricht haben wirst und vielleicht gar nicht so ums Eck wohnst, wirst du dich natürlich auch fragen, wo kann ich denn schlafen, wo kann ich übernachten? In Steyr gibt es einige Möglichkeiten, von Pensionen über Hotels, Jugendherbergen und so weiter. Teilweise kann man sich auch Unterkünfte von Vollzeitstudenten für das Wochenende mieten.
Es gibt auch eine Social-Media-Gruppe, die nennt sich FH Steyr Talk. Und dort kann man sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen und viele gute Tipps finden. Ja, ich hoffe, wir konnten euch mit unseren Tipps für berufsbegleitende Studierende weiterhelfen. Vielleicht haben wir jetzt nicht nur ein paar Fragen beantwortet, sondern vielleicht sind jetzt da einige neue Fragen aufgetreten. Ihr könnt euch dementsprechend natürlich gerne bei uns melden. Und vielleicht sehen wir uns schon bald am Campus. Alles Gute und viel Erfolg!